Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. Ja, hier in Detzelgut, der Heimat von Hybrid und ICE sozusagen, sage ich Hallöchen. Herzlich willkommen. Jo, ich würde sagen, wir machen gleich mal weiter. Schön hier, aber der Anfang gefällt mir gut. Wenn ich gleich so Züge zeigen kann, ist natürlich was Schönes. Aber wir gehen jetzt mal nach Frankfurt, denn wir wollten ein ICE-Betriebswerk bauen. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob wir da wirklich sowas Ähnliches hinkriegen. Ich denke aber schon, ich habe da eine gewisse Idee. Oh, der Stadler Kiss. Der Stadler Turbo kommt auch gar noch daher. Zusammen mit den ganzen Güterzügen. Sehr schön. Wo machen wir denn das Teil hin? Wir bräuchten dafür natürlich Platz. Hier wäre eine Idee, in der Nähe vom Flughafen, dass wir dann hier irgendwie in die Gleise reingehen. Oder wir hätten hier hinten Platz. Ursprünglich wollte ich eigentlich mal hier das Teil hinstellen. Das ist aber Käse mit der Brücke und so weiter. Da unten ist gleich nochmal eine Brücke. Das wird dann eher ein bisschen komisch, habe ich das Gefühl. Jetzt ist halt die Frage, entweder wir machen das hier hinten, hier hin, da hätten wir Fettplatz. Oder wir machen es halt, wie gesagt, hier vorne, da hätten wir eigentlich auch Fettplatz. Wo sieht das besser aus? Ich glaube, das sieht fast besser aus hier vorne. Hier ist noch die Autobahn und alles. Wenn hier so ein Betriebswerk steht, das hat doch definitiv etwas. Aber in welche Richtung? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Kollege Depot. Dann haben wir sozusagen eine Grundlage und dann nehmen wir natürlich das Teil, welches wir so extrem ausbauen können. Gleich mal alles auf Maximum. Da könnten wir auch zwei nehmen. Ich würde sagen, da stellen wir zwei nebeneinander hin. Jetzt ein bisschen raus. Ja, so lang und groß ist das dann doch nicht. Also das passt hier definitiv problemlos hin. Mit Ausrichtung nach hier unten. Da stellen wir aber zwei, drei nebeneinander, würde ich vorschlagen. Von den Schienen her müsste eigentlich auch passen. Wir bauen das mal. In Ordnung. Die Nummer 1 hätten wir. Wir bräuchten Nummer 2. Wenn es geht, irgendwie gleich daneben. Ist das plus minus wirklich daneben? Ich hoffe mal. Ja, plus minus ja. Vielleicht noch ein bisschen zurück. Okay, und dann gerne. Warum klicke ich eigentlich immer auf den Wischmob? Und da hätten wir gerne noch Kollege Nummer 3. Mal gucken, ob der hier auch noch Platz hat. Ja, da sehen wir, da haben wir ein Problem. Da sind wir zu weit vorne, beziehungsweise zu weit hinten. Das müssen wir dann so hinstellen. Das kann man aber definitiv auch tun. Okay, das ist doch eine ordentliche Anordnung. Warum nicht, wenn wir doch schon gerade dabei sind, noch eins nehmen? Haben wir noch irgendwas, was viel länger ist, was da dazu passt? Das ist definitiv nicht länger. Da können wir aber auch 6 Stück einstellen. Das würde mir eben schon auch gefallen. Muss ich aber hinten gucken wegen Kollege Fluss. Oder wir machen dich hier oben hin. Passt eigentlich fast besser. Ein bisschen zurück versetzt. Jetzt noch ein bisschen drehen. So, genau parallel dazu. Zack, okay. Und jetzt hätte ich gerne eben noch zum Abschluss das lange Teil. Wo haben wir das lange Teil? Wo bist du, Kollege? Irgendwo hier vorne, glaube ich. Das hier. Ja, das ist schon länger. Das müssen wir aber, glaube ich, nochmal drehen, damit das Gleis auch in die richtige Richtung guckt. Oder vielleicht hier hinten. Was sieht besser aus? Ich denke, hier vorne sieht es besser aus. Aber wir müssen auch das nochmal ein bisschen drehen. Ja, da hinten kommt schon in den Fluss rein. Nochmal ein bisschen drehen. Zack. Okay, gut. Dann hätten wir das mal soweit fertig. Cool. Jetzt fehlen natürlich die Schienen. Jetzt werden wir mal ein Momentchen lang Schienen hier lang ziehen. Und zwar wirklich ein Momentchen lang. Wir müssen das aber so machen, dass wir irgendwie noch Spitzkehren einbauen können. Wir müssen ja mit den Schienen irgendwo in eine Linie rein im Prinzip. Das können wir aber auch relativ einfach machen, indem wir hier rausgehen und hier vorne oder so eine Spitzkehre machen. Dann könnten wir nämlich, ja, genau, das machen wir. Ich sage jetzt noch nicht was, aber wir machen das so. Das würde heißen, wir haben gerade ein Lag. Dass wir mit der Schiene sowieso jetzt auch hier reingehen. Und dann das mit Weichen irgendwie lösen. Also, wenn wir hier rausgehen, Momento. Das wäre dann so da rein. Das wäre die Idee gewesen. Okay, in Ordnung. Und dann gibt es natürlich entsprechend Signale und Co. Und mal gucken, ob das klappt. Dann mit allen Gleisen. Sollen wir hier... Ja, wir müssen hier natürlich dann in die Weiche rein. Also eine Weiche machen. Ihr seht schon, ich bin selber, während ich das baue, noch nicht so ganz schlüssig, wie wir das machen. Zum Beispiel hier, ob wir das... Ich würde das nicht so machen. Nein, das kappen wir nochmal schnell. Ich möchte das gar nicht angelegt haben. Sondern ich möchte das möglichst parallel haben, wenn das geht. Dass wir das nochmal mitnehmen.
Und dann käme das irgendwie so hier hin. Wäre das ungefähr gerade? Ja, plus minus, noch ein bisschen rüber. So, halt, da poppt wieder zurück. Eine Kunst für sich, wenn man das hier irgendwie genau machen will. So, und dann ist es wieder weg. Halleluja. Nochmal. Ziehen. Und dann, es dockt halt automatisch an. Das ist ein bisschen das Problem. Arg. Und wenn ich das mit Steuerung und so weiter mache, dann verschwindet das Teil wieder. So, Moment. Ich hab's gleich. Jetzt müsste es funktionieren. Muss ja nicht so haargenau parallel sein. Es soll einfach ungefähr parallel sein. Und das ist es ja auch. Oder man könnte natürlich jetzt die Gleise trotzdem anlegen, dass wir außen so ein separates Gleis haben. Ich würde das mal machen. Hier ist angelegt. Oder sieht es besser aus parallel? Eigentlich schon. Wenn man es genau nimmt, ist es eigentlich wirklich schöner. Ich kriege es noch nicht wirklich gebacken. Merkt man es? Ja, wenn wir das ein bisschen länger machen, funktioniert. So. Und das kann ja heiter werden, bis wir hier alle Gleise installiert haben. Nee, nee. Wenn wir mal den Grundstock gelegt haben, behaupte ich, geht es relativ einfach. So, das ist eigentlich immer noch relativ parallel. Funktioniert, wir müssen das immer ein bisschen länger machen, dann können wir das wirklich parallel machen. So, habe ich wieder was gelernt, nach 10.000 Folgen Transportfieber. Aber hier vorne geht uns dann jemand der Platz aus, das ist ein bisschen das Problem. Okay, da müssen wir gucken, wie wir das da machen. Die Gleise nehmen wir natürlich auch mit. Die kommen dann hier hin. Machen wir auch möglichst parallel. Ziehen die schön mit, machen die hier ein bisschen länger. Zack. Und ja, wie wir das mit Weichen und Co. machen, wie gesagt, das gucken wir dann auch. Alles nach und nach. Jetzt müssen wir erstmal hier ein paar Gleise rauskriegen. So, mitnehmen. Und was wir dann hier vorne machen, man sieht schon, wir haben da natürlich keinen Platz mehr. Das ist ein bisschen doof. Jetzt geht uns hier schon der Platz aus, während ich gerade niesen muss. Ja. Sonst müssen wir jetzt in die Weichen rein. Wir gehen von hier in die Weichen rein. Machen wir das so. Dann fangen wir aber mal hier hinten an. Das würde dann mal so aussehen. Das würde... Moment, ein bisschen zurück. So aussehen. Mal schauen, ob wir das so hinkriegen. Ja, irgendwann ist dann die Krümmung zu groß, wenn wir zu weit vorne sind. Dann können wir aber zum Parallelgleis übergehen. So, geht das auch noch? Jawohl, das geht auch noch. Jetzt werden wir mit denen hier aber ein Problemchen haben. Das heißt, das machen wir folgendermaßen. Die gehen hier im Prinzip hier hin und dann arbeiten wir da eben mit Weichen entsprechend. Bemalen können wir das Ganze natürlich auch noch. Sehr cool, freue ich mich auch drauf. Ich muss dann gucken, wenn es zu lange dauert, das Ganze, ob ich da nicht im Off noch ein bisschen was bastel, von wegen anmalen oder dass wir irgendwie noch ein paar Personen hinstellen. Das werden wir gucken. Jetzt machen wir hier mal. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Dann sehen wir es. Gut, das wäre mal so. Und jetzt mit denen haben wir gesagt, dass wir irgendwie mit Weichen arbeiten, weil wir einfach auch den Platz nicht mehr haben. Das würde heißen, das geht dann hier rauf. Ja, wir müssen aber in die Gleise rein. Und jetzt haben wir hier unten natürlich keinen Platz mehr für eine Spitzkehre. Beziehungsweise doch, das können wir hier mit einer Brücke lösen. Doch, das müsste immer noch gehen. Ich würde gerne die Gleise auch einfach irgendwie hier runterziehen. Auf diese Höhe ungefähr. Ja, da muss ich halt wieder länger machen. Ist aber auch in Ordnung. Und dann, ja, vielleicht am Schluss gucken wegen den Weichen. Wie wir dann da in die Gleise reinkommen. Weil, bevor wir da irgendwas machen, müssen wir sowieso wahrscheinlich zuerst... Ja, wir legen die jetzt an. Es geht einfacher. Ach echt? Das ist wieder irgendwie so ein Fake-Zug wahrscheinlich. Nein, direkt München-Dorfhain. Was hast du denn für ein Problemchen? Okay, ich glaube, der steht. Weil sonst wäre der schon lange ersetzt worden. Da gehen wir mal schnell gucken. Wir sind gleich wieder in Frankfurt. Das ist relativ schnell gemacht. Aha, der steht, die stehen alle. Okay, hier vorne. Oh, hier habe ich mal noch... Aha, okay, da habe ich mal noch ein Signal gesetzt. Ich glaube, das war nicht so clever. Wenn ich mir das hier so ansehe, weil der muss da lang, kann er nicht, weil der im Weg steht. Okay, haben wir hier so ein Dingens... Nein, machen wir ja mal noch eine Doppelkreuzungsweiche. Das löst nämlich... Ja, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, das löst aus, dass die Züge... Ja, doch, sie bewegen sich. Dass sie durcheinander durchfahren können. Weil das Spiel merkt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Jetzt müssen wir aber schauen. Da vorne das Signal, das funktioniert nicht. Das können wir eigentlich kappen, weil die Züge sind zu lang.
die hier durch wollen. Mal kurz drehen. So, gucken, dass ich das Signal erwische und nur das Signal, wenn es irgendwie geht. Scheint geklappt zu haben, gut. Und dann gilt jetzt wieder dieses Signal und dieses Signal. Dann funktioniert das nämlich auch, sonst eben, die sind zu lang. Aber haben wir noch irgendwie ein anderes Problemchen offensichtlich. Was machst du hier? Nee, falsche Richtung. Wenn, dann müsstest du da lang. Du wartest auf freie Wege. Okay. Warum hast du keine freien Wege? Weil hier gerade Kollege Dingens rumfährt? Oder was ist hier das Problem? Er möchte nicht. Oder musst du warten, bis der rauskommt? Das könnte natürlich auch sein. Ja, weil es da eingleisig ist. Okay, alles klar. Dann hat das schon seine Richtigkeit. Wenn der weg ist, dann kann nachher der hier fahren. Der hier. Und dann müsste es eigentlich wieder in Ordnung sein, das Ganze. Gut, aber ist eh schön. Dann können wir hier mal noch ein paar Züge sehen. Weil, wenn wir natürlich jetzt die ganze Zeit rumbauen, ja, das ist immer der gleiche, dann sehen wir keine Züge, dann sehen wir immer noch Gleise. Zumindest so lange, bis das Ganze fertig gebaut ist. Aber jetzt setzt er sich in Gang. Jetzt hat das wieder seine Richtigkeit. Und die künftigen Züge, ja, die warten hier auf der Seite und hier, bis sie dann langdüsen können. Ja, das hat jetzt natürlich den ganzen Betrieb hier ausgebremst. Sprich, da stehen noch weitere Züge. Und die werden jetzt aber natürlich ersetzt, wenn sie im Bahnhof drin sind. Dann haben wir dieses Problem gelöst. Gut, dann würde ich sagen, dann düsen wir doch wieder zurück nach Frankfurt. Machen hier nochmal Pause. Der Performance zuliebe. So, gehen hier noch raus und wir haben gesagt, wir legen jetzt an. Dann können wir nämlich hier überall die gleiche Höhe haben. Das wäre dann der Vorteil. So, mitkommen. Und es geht natürlich dann einfach auch entsprechend zügiger. So, zack, alles hier hin. Und ob wir dann hier vorne tatsächlich die Peilböcke lassen oder ob wir hier noch was Zusätzliches bauen, das gucken wir dann auch nachher. Erst müssen wir wirklich einmal die Gleise draußen haben, damit wir entsprechend gucken können, wie wir es dann genau machen. Vielleicht reißen wir ja auch nochmal was ab, das weiß ich natürlich auch noch nicht. Das wird alles Gegenstand der Ermittlungen, sobald wir die Gleise gelegt haben. So, bis jetzt gefällt es mir eigentlich eh schon, weil es halt viele Gleise sind. Und viele Gleise sehen relativ schnell gut aus. Und wenn dann noch Züge draufstehen und vielleicht da eben der eine oder andere noch fährt, dann sieht es natürlich gleich noch viel besser aus. Und ich glaube, das sollte auf die Performance keinen großen Einfluss haben. Eben genau deswegen, weil nicht viel berechnet werden muss. Da bewegt sich nicht wahnsinnig viel, sondern nur ein bisschen. Jetzt gehen wir mit dem hier hin. Ah, Moment, das könnte man nochmal testen, ob wir das nochmal parallel hinkriegen. Ne, wir haben den Platz ja nicht. Lassen wir. So, mal aus der Richtung. Ja, da komme ich nicht ganz nach vorne. Deswegen ist es einfacher von hier hinten und dann haben wir es ja gleich. So, irgendwie war es fast noch schön, dass wir da noch kurz was korrigieren mussten. Eben, weil man noch kurz Züge gesehen hat. Bei diesen Baufolgen ist es dann ja doch immer so, dass man eben doch relativ lange dann nichts mehr sieht, weil man halt eben, ja, baut. Deswegen heißen die Teile auch Baufolgen. So, ja, ob das noch reicht mit den beiden, ich wage es zu bezweifeln. Deswegen machen wir hier nochmal das Ganze so. Und hier nochmal andocken. Und jetzt haben wir noch ein Gleis, das ziehen wir hier noch lang. Das käme dann da rein, würde ich vorschlagen. Das könnten wir aber direkt, sobald Kollege Leck vorbei ist, hier mit einer Weiche machen. Okay. Und da haben wir eigentlich noch ein Gleis, das ist aber ein Fake-Gleis. Das werden wir aber auch machen. Hier ist zwar die Türe zu, aber hier haben wir natürlich trotzdem auch noch die Möglichkeit, was hinzustellen. Gehen nach hier vorne und hier geht es wieder in eine Weiche rein. Wenn wir die hier noch hinkriegen, jawohl, perfekt. Okay, das wäre dann mal so. Hier werden natürlich dann entsprechend noch ein paar Gebäude hinkommen. Gut, das hätten wir. Jetzt, was wollen wir eigentlich hier? Ganz einfach, hier kommen jetzt ICs drauf. Die Frage ist, wie machen wir das? Wir müssen irgendwie eine Linie haben, wo die alle reinkommen, damit wir eben die Linie angeben können. Das wäre zum Beispiel die hier vorne. Das heißt, wir müssten mit all diesen Gleisen oder all den Gleisen hier die Möglichkeit geben, dass sie hier auf diese Gleise kommen. Das könnte je nachdem noch schwierig werden. Wir gucken jetzt mal, ob wir das nicht irgendwie schaffen. Es würde ja eigentlich reichen, in dieses Innere sozusagen reinzukommen. Moment. Doch, wir müssen wirklich hier anfangen. Weil sonst geht uns dann entsprechend wahrscheinlich relativ schnell der Platz aus.
Also wir gucken mal, ob wir hier vielleicht sogar ganz rüberkommen. Ja, kommen wir von hier aus. Okay, dann ist das mal deine Zufahrt. Dann haben wir hier den nächsten Kollegen. Den setzen wir mal hier rein, wenn es geht. Da war eine Stelle, da geht's. Okay. Dann haben wir den Kollegen hier, der geht hier rüber. Geht dann mal hier rein. Und dann müssen wir gucken, was wir mit den anderen Gleisen bewerkstelligen. Irgendwas müssen wir da noch tun. Oder müssen wir eigentlich nicht? Doch, müssen wir eben schon. Wenn wir da natürlich die ICs drauf haben wollen, müssen wir da noch was basteln. Werden wir machen. Okay, hier gleich mal überall die noch einstellen. Man weiß nie, wofür man die nicht noch brauchen kann. Okay, ansonsten würde das passen. Oh, jetzt haben wir hier aber ein kleines Problemchen. Da hat der Herr Heisenberg geschludert. Nämlich statt einer Weiche hat er eine Kreuzung hingemacht. So, jetzt haben wir die Weiche. Da nochmal. Ne, können wir nicht, aber hier können wir noch. Gut, hier hätten wir jetzt also die Möglichkeit, bei allen Gleisen, die verbunden sind, hier können wir überall ICs raufstellen, weil die da reindüsen würden. Allerdings merke ich gerade, das Problem ist, dass die hier natürlich keinen Platz haben. Wir können die nicht nach hier vorne stellen. Dafür sind die Weichen zu weit vorne. Okay, dann müssen wir mit denen was anderes machen. Ja, jetzt ist natürlich... Ja, das ist irgendwie nicht wirklich ideal. Im Prinzip sieht es relativ cool aus. Es gefällt mir rein optisch. Aber wir können dann mit den Gleisen hier nichts machen. Ich würde sagen, dann machen wir das mit den Gleisen. Gehen wir in die Linie. Und die Gleise hier, die werden wir nochmal entsprechend ein bisschen kappen und machen eine separate Linie mit eben Spitzkehren. Dann können wir hier die ICs langstellen und das hier ist dann eher etwas, wo wir vielleicht den einen oder anderen fahren lassen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Gut, und damit wir jetzt eben doch schon mal den einen oder anderen IC sehen, würde ich jetzt glaube mal einen kaufen. Dann haben wir einen Vorgeschmack, wie das aussieht. So, wir nehmen. Und es ist halt wirklich ein ICE. Betriebswerk. Ich frage mich gerade, ob wir nicht andere Züge auch noch dazu nehmen sollen. Wir nehmen mal den hier. Okay, weisen den zu. Der müsste jetzt hier auf diese Linie hier unten gelotst werden. Und das wäre diese grüne hier. Was haben wir hier für eine grüne Linie? So dieses hellgrün. Moment, ich gehe nochmal ein bisschen runter. Das müsste das Teil hier sein, würde ich behaupten. Nee, denkste. Doch nicht. Heiliges bisschen. So viele Linien. Ist das das Teil? Nein. Nee, auch nicht. Ach, du grüne Neune. Wie soll man das denn rausfinden? Ich meine, ach so, Moment. Ich war nicht auf dem Dingens da. Ich dachte, das hätte ich eingestellt. Ja, so geht es dann relativ einfach. Gut, also Nordlinie Frankfurt wäre das. Und dann frohes Rausfahren. Und dann werden wir dich aber relativ schnell gleich wieder abbremsen natürlich. Hier vorne. Ah, Moment, da müssen wir natürlich noch Signale setzen. Sonst funktioniert das nicht. Der fährt nicht raus sonst. Oder blockiert uns hier die ganze andere Gegend. Okay, jetzt müsste es klappen. Das gibt dann hier nochmal ein Signal. So, und hier gibt es nochmal ein Signal. Das machen wir dann später. Jetzt muss ich gucken, dass ich den Kollegen hier erwische. Ah, sehr schön. Und lausch mal hin, der hat doch Sound. Warum hatte denn der andere nicht Sound, mit dem wir mitgefahren sind da beim letzten Mal? Es hieß in den Kommentaren, du hast da zu viele Fahrzeuge schon gehabt. Also sprich, dass eben ja diese, wie sagt man denn den, diese Container sozusagen voll sind und man dann eben keinen Saum mehr hat. Aber das ist ja schon irgendwie doof. Kann ich nicht anders sagen. Aber jetzt, der hat Sound. Sehr schön. Mit dem Lokführer drin. Oder ist das sogar eine Lokführerin? Das wäre ja auch cool. Sieht fast ein bisschen so aus, als wäre es eine Dame. So, wo müssen wir hin? Bis nach hier vorne. Das heißt, wir haben ordentlich Platz. Ja, der ist eigentlich fast zu kurz. Hätten wir den anderen nehmen sollen. Aber in Ordnung. Wir bremsen dich mal. Ja, dann steht der hier. Ich würde sagen, den lassen wir gleich mal hier stehen. Aber jetzt nehmen wir noch einen weiteren dazu. Dann machen wir hier nochmal ein Signal. Zack, okay. Und nehmen dich hier und dann nehmen wir einen langen. Der andere, der Zehnteiler, der ist halt ewig lang. Das ist ein bisschen das Problem. Der ist, glaube ich, irgendwie 400 Meter, kann das sein? Ne, 185. Okay, das reicht eigentlich auch noch. Dann kommst du hier auch rauf. Muss ich ein bisschen rauszoomen, damit wir die Linie haben. Nordlinie Frankfurt war das. Und schon setzt er sich auch in Bewegung hier unten.
Genau, kommt von da hinten angerauscht. Wir gehen mal in die Ich-Perspektive. Führerstandsmitfahrt durchs Depot durch. Schönes Depot. Ja, gefällt mir extrem gut. Da mit den Rädern halt, das ist irgendwie vor allem cool. Man kann sich richtig vorstellen, dass hier drin halt geschuftet und gebaut und geschweißt wird. Und es dann zu ICEs kommt sozusagen. Ach, das ist das Flugzeug. Jetzt dachte ich gerade, was hat der Zug für einen Sound? Ja, wenn das Flugzeug natürlich nach oben durchfährt, dann ist klar. So, ich muss aussteigen, weil ich muss wissen, wann ich den bremsen muss, also stoppen muss. Ein Stückchen darf sie noch fahren. Wir könnten den je nachdem auch eher weiter hinten lassen, damit die nicht alle irgendwie auf einer Spur stehen hier. Ja, ist halt die Frage, was sieht besser aus? Wie lange bist du? Kommt da noch einiges daher oder ist dann gleich Feierabend? Ja, da hinten ist Feierabend. Wir bremsen den mal und gucken, wie es aussieht. Weil der ganz raus ist. So, das wäre dann so. Ja, da ist er noch nicht ganz raus. Ein bisschen kann er noch fahren. Okay, dann steht er hier so. Das ist eigentlich auch in Ordnung, denke ich. Und wie sie da unten rumdüsen. Ha, herrlich. Gut, das wäre so. Kann man machen. Was wir jetzt hier noch machen, wisst ihr was? Weil es kostet ja nichts, wenn man das jetzt ganz einfach. Wir machen hier nochmal ein Signal hin. Ups, da hat es den gleich zerrissen. Kriegen wir dich wieder zurück? Können wir mal rausgehen? Warum hat es den jetzt hier zerrissen? Hallo, ICE, du bist nur zur Hälfte vorhanden. Wir gehen mal schnell weg. So, schauen uns irgendwas anderes an und mal gucken, ob der dann wieder richtig dargestellt wird. So, das war mal ein Zug. Jetzt wieder hier runter. Nee, also irgendwie das Signal tut dem nicht gut. Okay, ich nehme das Signal mal nochmal weg. Kriegen wir dann den ICE wieder hin, beziehungsweise, Moment. Nee, das ist ja ganz komisch. Warum haben wir jetzt hier diesen Anzeigefehler? Wenn ich dich drehe und wieder drehe. Machen das mal folgendermaßen. Jetzt ist er wieder da. Okay, wenn man ihn ins Depot schickt, dann hat man wieder den ganzen Zug. Er ist ja angehalten, ist eigentlich egal von daher. Gut, jetzt versuche ich es mal nochmal ganz vorsichtig nochmal mit einem Signal. Machen wir es halt ein bisschen weiter weg. Und ich mal hier hin. Okay, das scheint ihn nicht zu stören, dann ist er in Ordnung. Und dann gibt es ja nämlich noch einen zweiten, beziehungsweise insgesamt dritten IC drauf. Nehmen wir mal, was nehmen wir denn? Nehmen wir doch den gleichen, das wäre doch eigentlich eine Idee. Das war der hier. Kaufen, Linie zuweisen. Moment, muss ich wieder rauszoomen. Nordlinie Frankfurt. Und dann kann der natürlich fahren, weil er eben ein Signal hat. Und dann haben wir hier zwei Stück. Das ist doch eh schon fast wieder noch cooler. Und das wird jetzt halt nach und nach hier ausgebaut. Ich würde sagen, das machen wir jetzt nicht in der nächsten Folge, dass wir alles fertig machen, sondern das machen wir so wie beim Autobahnbau, dass wir da ein bisschen abwechseln, weil sonst sind wir jetzt 10 Folgen hier dran. Und das glaube ich nicht, dass das allzu spannend ist. Ab und an wollen wir auch mal wieder was anderes machen. Aber dann können wir immer schön abwechseln, mal ein bisschen Autobahn wieder bauen. Was Normales in dem Sinne machen und hier wieder zum Betriebswerk zurückkehren, um hier entsprechend das Ganze dann zu vollenden. Eben, die Idee ist natürlich auch, dass hier ICEs dann fahren. Das werden wir dann, ja, ich würde sagen, das werden wir als nächstes dann doch in Angriff nehmen. Wir müssen da entsprechend natürlich die Gleise dann dafür haben. Gut, kannst du ganz raus? Also ich meine, der hat jetzt sowieso an, weil hier ein Signal ist. Aber die Frage ist halt, ob er ganz rauskommt oder ob noch ein Teil im Depot. Ah nee, guck mal an. Das passt perfekt. So, angehalten. Und dann hätten wir hier mal die ersten drei Stück. Ja, gefällt mir gut. Das sieht doch cool aus. Ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Wobei, nee, das Problem ist... Doch, schreibt mal in die Kommentare, ob wir hier auch andere Züge hinstellen sollen auf dieses große Feld. Oder ob das wirklich reine ICE Sachen sind, die wir hier hinstellen in den verschiedensten Ausführungen. Weil bis wir hier wieder arbeiten, kann ich vielleicht die Kommentare lesen und sehe es dann. Und sonst können wir da noch was entsprechend ändern. Gut, die hätten wir. Jetzt würde ich gerne wirklich das mit den Spitzkehren machen, dass wir hier irgendwie Züge haben, die entsprechend verkehren können. Wir können das zum Beispiel so machen. Moment, wenn wir uns ein Gleis schnappen, dass wir hier rausgehen und dann da vorne eine Spitzkehre hinmachen, dann hätten wir schon mal ein Gleis entsprechend gelegt. Wir machen das mal so. Gerne mit einer Kurve hier rein. Mal hier hin. Und jetzt mal gucken, noch ein Stückchen, ob wir da noch eine Spitzkehre reinbekommen. Das weiß ich gar nicht. Das werden wir gleich wissen.
Die Spitzkehren, die waren, glaube ich... Wo waren die denn? Waren die nicht hier? Nein, die waren nicht hier. Die waren... Prellbock als Depot, das ist es auch nicht. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo die waren. Die müssten hier gewesen sein. Denkste. Waren sie auch nicht? Waren sie hier? Bei den Bahnhöfen? Spitzkehre. Nein, auch nicht. Okay, beim Zug waren wir. Okay, da müssen wir nochmal zum Thema Schiene gehen. Stationsgleis. Nein. Bei den Signalen kaum. Ach je, wo waren die denn? Ich weiß es beim besten Willen gar nicht mehr. Hier drin? Kann natürlich auch sein. Bei den Wegpunkten? Nö, bei den Bahnhöfen wahrscheinlich. Ja, da war ich aber schon gucken. Wo haben wir die denn? Ich habe schon relativ lange keine Spitzkehre mehr gebraucht. Deswegen frage ich mich jetzt ernsthaft, wo wir die haben. Hilfe für gerade Gleise. Gucken wir hier nochmal. Zickzack-Dingens haben wir auch nicht. Bei den Depots. Hier waren wir ja vorher gerade. Das kann aber tatsächlich sein, dass die... Nee, kann doch nicht sein. Jetzt wird es interessant. Bei den Mods waren die ja eigentlich nicht, wenn man es genau nimmt. Zugdepot. Nee, suchen wir eben nicht. Wir suchen eben eine Spitzkehre. Prellbock als Depot. Nee, hier sind sie auch nicht. Wo haben wir die? Puh, bei den Mods war das nicht. Und hier haben wir eigentlich keine Auswahlmöglichkeit mehr. Was wir hier noch suchen können. Stationsgleis. Bei den Straßen wäre komisch. Bei den Bussen wäre auch komisch. Aber es gibt natürlich nichts, was es nicht gibt. Nein, hier waren sie auch nicht. Moment, ich zoome mal raus. Und guck nochmal in Ruhe. Habe ich die überscrollt? Könnte ja auch sein. Ich scroll ja gern ein bisschen schneller. Nee, das sind aber eben keine Spitzkehren. Spitzkehre, da ist sie doch. War ich da vorher nicht eh schon? Na, ist ja egal. Jetzt haben wir eine gefunden. Ach hier, Zickzackstraße. Okay. Das Teil brauche ich. Da bin ich tatsächlich dran vorbeigeschossen vorher. So, mal drehen. Und mal gucken, ob wir dich hier rankriegen. Jawohl, das würde klappen. Machen wir das. Dann haben wir hier den Einbahnhof. Das geht dann hier lang. Und jetzt müssen wir mit dem Gleis, also ich würde sagen, warum nicht hier rüber? Oder wir machen ein separates Gleis. Das können wir natürlich auch machen. Wir kappen das nochmal schnell mit der Weiche. So, beziehungsweise, nee, wir müssen ja irgendwie hier raufkommen. Aber dann können wir das nachher gleich nochmal machen. Also, dann gibt das hier eine Brücke aus dem Betriebswerk raus. Also hier ein bisschen so. Zack. Jetzt Höhe gewinnen. Mal gucken, ob das reicht für eine Brücke. Das müsste theoretisch funktionieren. Ja, ich denke mal, da kommen wir auf eine Brücke rauf. Gerne noch ein bisschen gerader. Oh, was wir hier schön an Verkehr haben. Geht das? Ah, da ist das erste Gleis. Im Weg mit M geht nicht. Mit N geht auch nicht. Hier mit Höhe geht auch nicht. Das geht auch nicht. Da können wir nicht viel machen. Außer, dass wir ja, das nochmal ein bisschen zurücksetzen. Aber dann fehlt uns je nachdem die Höhe, wenn wir Pech haben. So, machen wir dich mal bis hier hin. Und jetzt hier rüber. Ja, da ist immer noch irgendwie... Nochmal M bemühen. Geht nicht. N bemühen. Geht auch nicht. Funktioniert nicht. Warum kommen wir hier nicht rüber? Muss ich tatsächlich früher rauf? So wie es aussieht, dann machen wir das halt. Dann gehen wir hier eben schon rauf. Ja, in die Richtung bitte. Dankeschön. Dann hätten wir ein bisschen ja das Ganze höher. Doch, doch. Das scheint tatsächlich zu funktionieren. Jetzt aber nicht so weit nach hier vorne. Sonst kollidieren wir da wieder. Na, ob das geht? Ich baue es mal hier hin, testweise. So, und jetzt hier rüber gehen. Ne, da ist immer noch dieses erste Gleis im Weg. Gut, klappt nicht. Machen wir eine Kurve. Irgendwie kriegen wir das Gleis schon rüber. Da mache ich mir gar keine großen Gedanken. So, jetzt müssten wir doch eigentlich an dem ersten Gleis da vorbeikommen. Sehe ich das richtig? Ja, jetzt geht's überhaupt nicht mehr. Doch, jetzt geht's. Aber immer noch mit Kollision. Immer noch mit dem Gleis da unten. Jetzt eigentlich doch immer noch mit dem Gleis. Je nachdem, wie man es dreht. Ja, es wandelt. Seht ihr? Von oben nach unten da beim Gleis. Das ist ja interessant. So, nochmal kappen. Erst suche ich 3 Tage die Spitzkehre. Und nachher
funktioniert das hier nicht. Das klappt machen wir nochmal. Zack, 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 zack. Und schon haben wir nämlich wieder eine ebene Fläche. Und wir gehen hier halt nochmal früher rauf. Nochmal ein bisschen kappen. Hätte ich von Anfang an natürlich machen können. Da habt ihr recht. Vielleicht in die Richtung. Nee, es möchte halt so oder so nicht klappen. Mit diesem ersten Gleis, das wird nicht funktionieren. Weil wir auch zu wenig Höhe haben. Na, ja, wieder das Gleis. Und das Gleis... Ja, ich könnte es... Nee, das kann ich nicht kappen. Das ist natürlich ein Gleis von der Linie. Das geht nicht. Gut. Wie machen wir das? Wir machen das mit mehr Weg. Anders funktioniert es nicht. Also, dass wir hier irgendwie so rausgehen. Oder vielleicht von hier doch auch schon rauf. Und jetzt mal bauen. Ja, ja, okay. So geht natürlich zehnmal besser. Das ist klar. Da können wir sogar ein bisschen zurückgehen. Ich möchte eben nicht... Wisst ihr was, wenn man das nochmal gerade... Ich möchte nicht allzu hoch sein mit dem Teil. Weil wir hier hinten sind. Ja, das ist irgendwie nicht das, was ich wollte. Ich versuche mal nochmal so. Bis hier hin. Aufschütten. Würde funktionieren. Das gefällt mir aber optisch nicht. Wie sieht's aus mit einem Damm? Mal gucken, ob das mehr Sinn macht. Ich weiß nicht. Ja, irgendwie macht es mehr Sinn. Es sieht ein bisschen besser aus. Das Problem ist einfach, es macht zu. Also von hier sieht man dann die andere Seite nicht mehr. Von hier sieht man die Seite nicht mehr. Das ist eigentlich auch nicht, was ich möchte. Wenn wir da schon auf eine Brücke raufgehen, auf eine relativ massive. Nee, wir müssen tatsächlich, wenn wir so machen wollen, dass hier ein ICE fährt, dann müssen wir es so machen, dass hier das Ganze möglichst lange noch ebenerdig ist. Es sieht sonst aber nicht wirklich gut aus. Also, sagen wir mal bis hier hin. Da, ebenerdig. Plus, minus. Ein bisschen Höhe gewinnen darf man. Das ist kein Ding. Und dann bis, sagen wir mal, hier hin. Und jetzt meinetwegen aufwärts. Zack, in die Richtung. Und dann hier rüber. Das wird wieder nicht klappen. Doch, jetzt klappt's. Gut. Gut Ding will Weile haben. Heißt das so schön? Was machen wir da? Was Massives? Ne, wir machen was Modernes. Das ist ein ICE. Der hier rüber transportiert wird, über die Autobahn und über die Schiene. Ja, machen wir gleich mal. Zack, dann geht das hier wieder runter. Aber nicht an den Berg rein, sonst kriege ich da die Spitzkehre nicht mehr hin. Dann irgendwie, ja, machen wir es doch irgendwie so. Lassen wir gleich mit der Brücke. Die Spitzkehre, die Spitzkehre, die Spitzkehre. Ich hatte sie doch gerade vorher. Wo war die gleich nochmal? Ja, Fragen über Fragen. Aber irgendwo hatten wir sie. Zack, hier war sie doch. Spitzkehre. Kriege ich dich dahin? Jawohl, ich krieg dich. So, und dann können wir nämlich hier eine Linie machen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier vom Depot noch in dieses Gleis reinkommen. Und das ist eigentlich kein großes Ding. Nämlich, indem wir hier gerne auch mal ein altes Gleis nehmen. Und hier reindüsen. So, das müsste eigentlich funktionieren. Gut, das heißt, in der nächsten Folge machen wir das, dass hier ein ICE fährt. Der wird natürlich nicht aber normal fahren. Das wäre ja ganz komisch. Diese kurze Strecke macht nicht viel Sinn, sondern das wird ein Rangier-ICE sozusagen. Wie wir das genau machen, das werden wir dann morgen sehen. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen viel gebastelt war. Aber schaut mal, das wird doch relativ schön. Wenn das dann fertig ist, denke ich, wird das ein kleines Prachtstückchen werden. Würde ich mal frech behaupten. Gut, danke fürs Zusehen. Doch, wir nehmen nochmal einen Zug. Jetzt haben wir zwar das Gleisfeld da gebaut, aber wir nehmen Zug zum Tschüss sagen. Hier haben wir gerade welche. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns, ja, hoffentlich morgen wieder. Macht's gut. Bis denne. Tschüss.